Guten Tag. Wir backen mal wieder. Genau, Vroni darf wieder backen und ich darf wieder daneben stehen. Ja, wir machen Blaubeermuffins. Ja, ohne Mehl. Muffins. Muffins, genau. Und wenn du wissen willst, wie du ganz leicht in Low Carb einsteigen kannst, wir haben ein Buch geschrieben. Schau mal unten in der Infobox oder später oben über dem i. 60 Tage Schnellstartanleitung und 10 ganz easy einfache Regeln. Infobox gucken nach dem Video, das jetzt kommt. Was brauchen wir denn, habe ich heute zusammengeschrieben. Ne? Ja, aber genau. Du hast hergerichtet. Ich weiß es trotzdem. Wir brauchen 190 Gramm Mandelmehl. Und zwar teilentölt. Drei Eier, 20 Gramm gemahlene Flohsamenschalen, 150 Gramm Puder-Erixyl oder Xylit oder Erythrit, wie du magst. 250 Gramm Heidelbeeren oder Blaubeeren. Genau, 200 Milliliter Mandelmilch oder normale, wir nehmen Mandelmilch. 100 Gramm Butter, weich. Am besten eigentlich im Flöckchen, aber er hat ein Blöckchen gemacht. Es ist ein Flöckchen und es stand nichts anderes auf der Liste. Entschuldigung. Und Backpulver. Und eine Prise Salz. Genau. Ich bin mir relativ sicher, dass ich gleich wieder rühren darf. Ja, und zwar die Butter mache ich jetzt nur in so vielleicht grobe Blöckchen. Im Flocken. Du bist heute aber geschickt. Effizient heißt es. Und die rührst du zusammen mit der Süße erst einmal schaumig. Und ja, das heißt tatsächlich schaumig, auch wenn es nicht schaumig wird. Aber das ist einfach... Ich schlage Luft rein. ...die Art des Aufschlagens, dass man das halt weich und geschmeidig macht. Ich gebe mir die allergrößte Mühe. Genau, und dann während du rührst, während das dann schon etwas schaumig ist, gebe ich dir dann hernach im Anschluss die Eierstückchenweise dazu. Gut. Ich rühre es bröckelig. Ja, das wird schon. So, während du jetzt die Eier da einrührst, mache ich schon mal Flohsamenschalen, Backpulver und Mandelmehl in eins. Das heißt, ich muss jetzt noch weiter rühren. Du musst noch weiter rühren, das muss ja schaumig werden. Es ist schon schaumig. Nein, es ist nicht. Es ist noch nicht gut verrührt. Ich mach weiter. Und ich habe die Prise Salz vergessen. Jetzt ist sie drin. Ja. Ach, jetzt so, plötzlich. Dann bräuchte ich jetzt bitte einen Löffel. Und jetzt gebe ich das Stückchenweise das Mehl dazu. Und dann im Anschluss kommt dann die Milch. Man könnte jetzt auch die Milch gleich reintun, aber ich bin immer vorsichtig, weil wenn das dann zu flüssig ist, dann können wir weniger Milch reintun. Deswegen tun wir die Milch hinterher rein. Ich prognostiziere, wir tun die ganz rein. Ich auch, aber ich bin immer vorsichtig. Es ist ja auch abhängig davon, welches Mandelmehl du hast. Also ich würde ja jetzt schon... Ich tue schon mal Milch rein, ja. Ich würde sagen, das passt. Ich glaube, auch Muffinteig ist normalerweise immer noch etwas flüssiger. Das wird trotzdem gehen. Aber bei uns muss er ja zusammenhalten. So. Ich kann auch noch ein bisschen Milch holen, wenn du magst. Nö, das passt schon. Das passt schon. So, und dann tun wir jetzt unsere Heidelbeeren rein. Wenn du keine frischen Heidelbeeren bekommst, dann gehen auch tiefgefrorene. Aufgetaute. Ja, genau. Und du kannst schon mal das Muffinblech holen. Das Muffinblech? Ja. Hier mit diesen coolen Silikon-Muffinförmchen. Ja. Ich finde die geil. Ja, ich auch. Du kannst aber auch Papierförmchen nehmen, oder? Direkt ins Muffinblech würde ich jetzt die Muffins nicht tun, weil da tut man sich echt immer verdammt schwer, die da wieder rauszukriegen. Also du musst einfetten und das Ganze... Und dann wieder sauber machen. Und ja. Ich finde, Muffinbleche sauber machen ist immer... Genau, die Silikonförmchen kann man dann einfach wegwerfen. Nein, die kann man einfach wiederverwenden. Geschirrspüler, oder? Sollte gehen. Sollte gehen, ja. Und bitte einmal tauschen. So, und jetzt reingießen, ne? Genau, jetzt reingießen. Nee, jetzt nehmen wir uns ungefähr so. Eine Muffinform voll? Eine Muffinform voll, genau. Und füllen die da rein. Unser Ofen heizt vor auf 170 Grad Ober-Unterhitze. Diesmal wirklich? Diesmal wirklich, genau. Der tut das. Also du kannst für den Geschmack jetzt natürlich auch noch den Abrieb einer Zitronenschale reintun oder Zitronenschale an sich. Das ist alles optional. Oder Orangenschale oder Vanille oder genau. Rumaroma oder. Genau, da kannst du variieren. Wir wollten heute einfach nur mal einen Basic-Teig machen. Und jetzt füllen wir fertig. Und dann kommen die in den Ofen bei 170 Grad für wahrscheinlich so eine halbe, dreiviertel Stunde.
In etwa, genau, also bis die halt hochgehen. Vielleicht haben wir Glück und sie springen oben etwas auf. Das fände ich ganz gut. Xylit. So, genau, so füllst du. Ich fülle dann noch die restlichen weiter. Und dann in der Hoffnung, dass wir eine leichte Karamellschicht bekommen, kommt ein bisschen, in dem Fall tatsächlich Xylit drüber, weil Erythrit zerschmilzt halt nun mal einfach nicht so. Genau, das ist kristallines Xylit, kein gemahlenes. Genau, damit wir halt so ein bisschen den Effekt von Zucker da oben drüber haben. Genau. Und so in etwa, wenn du deine Schöne reinkriegst, dann mach das. Gehen die jetzt in den Ofen, wie er schon gesagt hat, für circa eine halbe Stunde. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Ja, ich mag einen eigenen Muffin zum Probieren. Okay, dann kriegst du halt einen eigenen. Gebacken haben die jetzt 35 Minuten. Ich habe dann mit Stäbchenprobe getestet. Habe dann zwischendurch runtergeschalten auf nur Unterhitze, weil sonst wären uns die oben verbrannt. Und das Schöne an diesen Silikonförmchen, das geht ganz easy raus. Okay, ich habe das wahrscheinlich wieder falsch gemacht, aber es ist rausgegangen. Und mal ganz ehrlich, wer isst denn einen halben Muffin? Wir beim Probieren manchmal. Nein. Ich finde, die sehen ultra hübsch aus. Geil. Saftig. Nachdem der Teig den Anschein gemacht hat, würden sie zu süß sein, hat sich das süß doch verbacken. Ja, aber süßer muss jetzt auch nicht sein. Nee, also du darfst auch weniger Süße nehmen. Ich schreibe übrigens in den Blogartikel rein oder habe geschrieben, werden haben tun. Dass warum das mit diesem unterschiedlichen Süßempfinden so ist bei Low Carbern. Ja. Weil es verändert sich ja relativ stark. Ich mache euch in die Inneren aus. Geil. Genau. Lies das, sag mir, was du dazu meinst. Den Link findest du unten in der Infobox. Genau. Ein Link, den du auch in der Infobox findest, ist ein Einladungslink zu unserem Discord-Channel. Da kann man nämlich mit uns chatten. Da sind wir im Prinzip irgendwie jeden Tag. Zumindest abends. Wenn du ganz lieb bitte, bitte sagst, kommen wir manchmal auch in den Sprachchat. Genau, aber eher selten. Eher selten. Aber manchmal ja. Es ist kostenlos, du kannst da rein, das ist alles, da geht es um alles, nicht nur Ernährungsthemen, sondern da ist einfach fröhliches vor sich hingequassel. Irgendjemand ist immer da. Komm uns besuchen. Mhm. Ja. Genau, besuchen kannst du uns auch jeden Mittwoch und jeden Samstag. Hier auf YouTube, wenn du auf den Abo-Knopf und daneben die Glocke drückst, dann wirst du sogar benachrichtigt. Genau, außerdem Kommentare schreiben. Abo-Knopf und Glocke, hat sie gerade schon gesagt. Ein Like, also hier Däumchen nach oben, finde ich richtig cool. Und ansonsten, oh gut, es wird keine Muffins zum Abendessen geben oder vielleicht doch. Es gibt auf jeden Fall einen Kaffee zu den Muffins. Alle Infos, wie gesagt, über i in der Infobox. Und du gehst jetzt Kaffee machen und ich esse Muffins weiter, weil ich habe nämlich trotzdem wieder Hunger. Okay. Bis Mittwoch. Tschüss. Dann, tschüss.